Ja, Leute, und zwar haben wir heute ein ganz besonderes Video, und zwar ein Unboxing, ja. Und dazu auch noch ein Test von diesem Gerät. Und dieses Gerät habe ich mir selbstverständlich auf Amazon bestellt. So, hier ist es. Es ist eine Actionkamera, und zwar die Rollei 560 Touch. Dazu habe ich mir auch noch einen zusätzlichen... Dazu habe ich mir dann auch noch ein zusätzliches Akku bestellt, weil Actionkameras geht schnell der Akku leer. Und dazu habe ich mir dann auch noch eine Rollei Actioncam Set bestellt mit so Zubehör. Und ich würde sagen, Leute, bringen wir den Deckel auf die Warum werde ich eigentlich mit allem beworfen, was ich in den Mund nehme? Ey, Moment mal. Geile Weiber! Ach, Mann, oh. Na dann, ich gehe mal das Review drehen. Hallo? Und ich würde sagen, schnacken wir nicht lang, fangen wir an. Ich würde sagen, wir fangen klein an. So. Fangen wir mal an mit dem Akku. So, hier ist der Akku. Das ging überraschend schnell an. Auf. Genau. Übrigens, ich habe leider kein besseres Messer. Ein Küchenmesser hilft auch. Ich habe jetzt leider keinen Cutter. So, ich würde sagen, machen wir gleich die Kamera auf, weil, ja, weil ich es kann. So, da bin ich mal gespannt. Übrigens, ein kleiner Kritikpunkt. Sieht sehr stark nach einer GoPro aus, also von der Verpackung her. Bisschen kreativlos. Also wirklich, ich habe das Gefühl, die Verpackung ist einfach edler als das Gerät selbst. Aber wir werden das Gerät jetzt uns mal auch ein bisschen ansehen. Der Gerät. So, ich würde sagen. So, Leute. Und das ist die Kamera. Also die Rollei 560 Touch. Ich würde sagen, ich hole sie mal aus dem Gehäuse raus. So. So fühlt sich sehr leicht gummiert an. Tatsächlich. Wertiger als gedacht. So, ich sehe, wir haben einen ganz normalen SD-Karten-Slot, einen HDMI und einen USB-Slot. Also ein Micro-SD übrigens. Ja. Hier haben wir jetzt das Armband. Das ist eigentlich eine der Das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich die Kamera gekauft habe. Ich fand es nämlich ziemlich cool. Zumindest als Low-Budget-Cam, weil die Kamera hat halt nicht viel gekostet. 140 Euro, für die Leute, die es sich interessiert. Kann man sich halt um den Arm machen hier. Und quasi, wenn das Ding am Arm ist, einfach Kamera starten, Aufnahme starten. Richtig gut. Finde ich geil, dass es sowas gibt. Also, dass sie das bieten. Bei der GoPro kann man auch sagen, GoPro, Aufnahme starten. GoPro, Porno starten. Ja, dementsprechend finde ich sowas viel geiler. Weil bei Sprachsteuerung weißt du nie hundertprozentig. Sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, das muss dran sein. Ich hoffe es mal. Machen wir das Ding jetzt mal auf, aber... Eine Linse. Das ist, glaube ich, eine Unterwasserlinse.
dann so ein Ding, das ist so gewölbt, dann, das kann man an Dinge dran kleben, zum Beispiel an ein Auto oder so, was weiß ich, und die Kamera daran befestigen. Hier ist das normale Gehäuse, das werde ich wahrscheinlich am meisten verwenden. Ich würde lieber das hier an mein Fahrrad machen, als dieses Plexi-Ding hier. Das ist wirklich nur für Unterwasser gedacht, meiner Meinung nach. Einfach nur deshalb, weil damit der Ton unterdrückt wird, damit nicht. Und Ton ist sehr wichtig, wie ihr wisst. Und dementsprechend wird das hier wahrscheinlich mein Favorite sein. Ich weiß auch gar nicht, wie man das... Ach so, ja, macht Sinn. Dann ein Ladekabel. Noch ein Klebestick-Dinger, das ist diesmal für gerade Flächen. Nochmal zwei Linsen, rot und violett. Und noch einmal so eine Befestigungsteil. Und noch eins. Das ist quasi, um es an ein Stativ zu schrauben. Dann ein Handbuch, schön dick. Könnt ihr euch durchlesen? Ja, werde ich sowieso nicht verwenden. Dementsprechend machen wir mal weiter. So. Hier haben wir ganz viele kleine Einzelteile. Ich glaube, das ist dafür da, damit man es an einem Helm macht, aber da bin ich mir nicht sicher. Dann nochmal so ein Teil, um es sich an ein Stativ zu schrauben. Dann haben wir ja noch so ein Teil, damit man sich das auch an den Helm schraubt. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ja. Und das hier ist nochmal quasi nochmal für ein Stativ. Sehr viele Kleinigkeiten dabei, finde ich auch gut. Kann man auch irgendwann mal gebrauchen. Mit ein bisschen Kreativität kann man da bestimmt auch einige coole Aufnahmen mitmachen. So, und das ist jetzt... Ich habe keine Ahnung, wofür das da ist. Ich würde sagen, ich lasse es mal lieber, bevor ich es verliere. So, dann haben wir nochmal was hier. Und zwar so weitere Klebepads. So. Und dann haben wir noch genügend Schrauben. Kann man immer gebrauchen auch. Und auch ganz viel Ersatzzeug. Unter anderem. Ja. Finde ich auch richtig gut. Ganz viel Ersatzteile. Und hier haben wir eigentlich den Hauptgrund des Kaufs. Und zwar einen Brustgurt, ja. Den wollte ich mir schon länger kaufen. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich natürlich in einer Achterbahn auch mal was aufnehmen möchte. So, das bedeutet, ich hänge mir das mal um. So. Oh, ich glaube, das ist mir auch schon ein bisschen zu klein. So. Wobei, passt eigentlich. Drückt ein bisschen, aber geht. So, und hier dran macht man sich dann quasi, bin mir da gar nicht so sicher, wie das funktioniert, aber ja, ist fest und da kommt dann quasi die GoPro dran. Wo ist denn die hier? Und damit habe ich hier auch schon meine Actionkamera. Richtig gut. Finde ich geil. Und das werde ich, wie gesagt, sehr, sehr oft verwenden. Einfach Aufnahme starten oder eben diese Fernbedienung hier benutzen. Wir testen die Kamera jetzt. Aber davor schauen wir uns die Kamera mal ein bisschen genauer an. Hier kann man ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel Wi-Fi, Riff, also dass man quasi das Armband nutzen möchte.
Man kann hier Speaker, also das ist glaube ich Sprachsteuerung, da bin ich mir aber nicht sicher. Und Beep, ich weiß nicht genau, für was das gut ist, aber finde ich gut, dass man das einstellen kann. Man kann auch im Menü einstellen, für welchen Zweck das Ganze gedacht ist, also so zum Beispiel unter Wasser, beim Radfahren, im Winter, also wenn man zum Beispiel Snowboard fährt, beim Tauchen. Also oder auch beim Schnorcheln oder eben bei Nacht. Bei Nacht finde ich auch gut, weil Actionkameras sind ja dafür bekannt, dass sie nicht besonders, ich sag mal, für Nacht gedacht sind, weil sie stark rauschen. Finde ich sehr gut. Auch hier kann man dann Fotos, auch Playback, also zum Beispiel, dass man Videos nochmal anschauen möchte auf der Kamera oder eben bearbeiten. Also an sich hat man hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten, seine Kamera einzustellen dementsprechend. Ich mache mal weitere Einstellungen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass das Touch relativ gut läuft. Also klar, es ist nicht das Beste, wie man es vom Handy kennt oder so. Aber im Vergleich zu Actioncams, also Billig-Actioncams, die ich in der Vergangenheit hatte, relativ gut. Also ich bin zufrieden damit tatsächlich. Hier kann man dann auch die Bildschirme auflesen. Die Bildschirmauflösung einstellen. Hier gibt es 4K 60, 4K 30, 1440p 30, 1080 120, 1080 60. Aber ich denke mal, für die meisten kommen natürlich die höheren Werte in Frage. Wie man sehen kann, das ist aber sehr typisch bei China-Action-Cams. Erst ab 4K 30 kann man Bildstabilisierung verwenden. Bildstabilisierung kann ich aber wirklich jedem empfehlen, vor allem deshalb, weil es eine Actioncam ist, ne? Weil sonst habe ich ja ein Gimbal, das ist ja kein Problem für mich, aber ich weiß nicht, ob die Actioncam für mein Gimbal möglich ist. Aber ansonsten kann man hier auch andere sehr interessante Einstellungen anwenden, für die aber nicht jede Qualität zugänglich ist. Zeitrafferfilm ist zum Beispiel für mich sehr interessant. Aber das war's so ungefähr jetzt von den großen Software-Sachen jetzt hier. Bisher kann ich aber sagen, die Kamera macht einen guten Eindruck tatsächlich. Ja, Leute, das war das Video. Morgen kommt ja, wie gesagt, der Test der Kamera. Und vielen, vielen Dank an Mini Sparkler. Ich hab dich lieb. Und auch noch an Pyro Dackel, die hat nämlich die Kamera gehalten. Und großes Dank an euch. Link ist in der Beschreibung von beiden Kanälen. Wenn ihr die beiden nicht abonniert, Leute, dann kracht's. Spaß. Nein, alles gut. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Dieses Mal haben nämlich drei Leute dabei mitgewirkt. Also von daher, Respekt. Und haut rein!